Hallo und herzlich willkommen zum Workers Cast, dem Podcast für Handwerksunternehmer. Mein Name ist Jörg Mosner und du bist hier richtig, wenn du nicht in der grauen Masse aller mitschwimmen willst, sondern als Unternehmer immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen und Impulsen bist. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Workers Cast. Hier ist Jörg. Heute zu Gast Stefan Bulken, Fliesenlegermeister, und das freut mich sehr, das wird ein cooles Interview, ist nämlich ein richtig cooler Typ. Stefan, hallo, ich grüße dich. Hallo Jörg, vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Du Stefan, ich freue mich. Also wie gesagt, ich freue mich wirklich. Du kennst den Workers Cast, wir haben gerade so ein bisschen gesprochen, deswegen weißt du, was ich als erstes von dir wissen möchte, beziehungsweise was ich als erstes frage, ganz kurze, knackige Vorstellung von dir. Deinen Namen kennen wir jetzt, wo kommst du her, was machst du ganz genau? Ich komme, wohne und lebe im wunderschönen Oldenburg in Niedersachsen. Bin hier beruflich, ja, beruflich klingt ja auch doof, aber ich bin Fliesenlegermeister, selbstständig seit 2005 und habe klassischerweise die Firma vom Vater übernommen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, 14 und 17 Jahre alt, und ja, viel mehr gibt's für die Begrüßung erstmal nicht zu sagen. Alles klar. Okay, du hast schon ein bisschen was gesagt, da hast den Betrieb vom Papa übernommen, da kann ich auch mitfühlen, oder was heißt mitfühlen, das kenne ich, das habe ich genauso gemacht. Erzähl uns ein bisschen was zu deiner Geschichte, also wie war es, war schon immer klar, der Junge wird mal Fliesenleger, oder gibt es da eine Geschichte mit ein paar Zickzacks? Erzähl uns einfach ein bisschen was drüber. Nee, als die Geschichte angefangen hat, verlief sie eigentlich einfach ganz geradlinig, aber also zu Realschulzeiten hatte ich immer noch vor, mal Funkingenieur auf einer Bohrinsel zu werden. Aber mangels Mathe- und Physiknoten hat das dann nicht geklappt. Sollte vorweggehen, eine Elektrikerlehre machen. Und als alles nichts mehr half, bin ich dann irgendwie im väterlichen Betrieb gelandet. Und war in jungen Jahren noch recht unmotiviert, muss ich einfach mal zugeben. Und bin eingestiegen, als ich meine Lehre gemacht habe, die auch mit 1 und 2 bestanden, als Jahrgangsbester. War dann auch zum Landesausscheid, wo ich dann auch kläglich gescheitert bin, aber das steht auf einem anderen Blatt. So. Und dann bin ich irgendwann mit 24, 25 Jahren aufgewacht und habe gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Und habe dann auch gemerkt, wie viel Spaß es macht, so eine Firma zu führen und zu haben, klingt jetzt doof, aber wie viel Spaß es macht, eine eigene Firma zu haben und dort zu gestalten. Ja. Genau. Ganz, ganz viele Parallelen, das ist ziemlich lustig. Also Mathe, Physik war bei mir auch katastrophal. du hast jetzt gesagt, vom Papa übernommen. Gab es da eine Generation noch davor, oder hat dein Papa den Betrieb gegründet? Nee, mein Vater hat den Betrieb 1976 gegründet, hat ursprünglich mal Maurer gelernt, hat dann seinen Fliesenlegermeister gemacht und hat gleich darauf zeitgleich den Betrieb gegründet und hat den dann ja auch viele Jahre inne gehabt und hat die goldenen Zeiten des Fliesenlegerhandwerks voll miterlebt. Okay. Allerdings auch die Rezessionen, die dann zwischendurch drin waren. Also gut, die gibt's immer, die wird auch jetzt wiederkommen, auch wenn es viele nicht glauben, ja. Aber was ich schön finde, ist, dass du gesagt hast, mit 24 hast du es dann so langsam aber sicher mal rausgekriegt, woran man dann sieht, es gibt auch so die Spätberufenen, ja, also es ist nicht normal, dass man mit 15 oder was schon weiß, was man macht, sondern das kann auch mal später kommen und trotzdem noch zum Erfolg führen, vielleicht eine ganz wichtige Geschichte an der Stelle. Lass uns mal mit einem Fliesenlegermeister, muss ich natürlich darüber sprechen, über die Aktualität im Moment sprechen. Meisterbrief, es wird ja diskutiert, ob er wieder eingeführt werden soll, auch fürs Fliesenlegerhandwerk. Pack einfach mal deine Meinung dazu aus und dann lass uns ein bisschen drüber diskutieren. Wie siehst du es im Moment? Das ist natürlich ein Riesenthema und ich glaube, jeder hat dann einen anderen Bezugspunkt dazu. Also wenn ich das jetzt persönlich für meinen Betrieb sehe, und ich sehe alle Betriebe, die es gibt, auf einer Skala von 1 bis 10 und ich befinde mich vielleicht oben im oberen Drittel oder sowas, dann wird meine Firma nicht besser dadurch, nur weil es die unteren nicht mehr gibt. Mhm. Ich verbessere mich dadurch nicht als Betrieb interessieren die mich auch gar nicht. Ich orientiere mich nach oben und orientiere mich an denen, die gut sind und die für den Kunden da sind. Und natürlich gibt es auch nicht Meisterbetriebe, die
die auch für den Kunden da sind, auch gute Arbeit machen. Aber es ist halt schon, ich sag mal, wie ein Donnerschlag durch die Fliesenbranche gegangen, als wir den Meister verloren haben. Das muss man einfach sagen. Und die Welt ist seitdem für uns Fliesenleger nicht mehr die gleiche. Die Ausbildungsleistung ist im Allgemeinen runtergegangen und eine große Unzufriedenheit und eine große, einfach Unzufriedenheit auch mit der Politik herrscht im Fliesenlegerhandwerk. Du hast mir schon ein bisschen was vorne weggenommen, wie der Meisterbrief abgeschafft wurde fürs Fliesenlegerhandwerk. Ja. Hast du da konkret was verändert? Also hast du dann zu diesem Zeitpunkt gesagt, okay, diese Abschaffung des Meisterbriefes wird diese und jene Auswirkungen auf mich und mein Unternehmen haben und jetzt muss ich A, B, C tun, um darauf zu reagieren. Wie war das so? Wie hast du es gemacht? Ich glaube, ich habe gar nicht reagiert. Okay. Zu den Zeiten, wie gesagt, da war ich gerade selbstständig, beziehungsweise habe ein Jahr später meine Firma übernommen. Und zu dem Zeitpunkt, ich kann mich gar nicht erinnern, wie das gewesen ist. Viel später habe ich irgendwann gemerkt, dass ich meine Firma ausrichten muss auf Privatkunden, auf Zuverlässigkeit, auf Service, auf Begeisterung. Und als der Meisterzwang kam, hat das für mich ehrlich gesagt nichts bedeutet. Okay. Du sagst, es kam später, aber du hast ja dann auch wirklich diese ganz klare Spezialisierung und Ausrichtung gemacht. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich doch auch gegen die Konkurrenz derer, die Fliesenlegen halt einfach mal irgendwo in der Waschküche gelernt haben. Wie war da so deine Idee dahinter? Was sind so die Maßnahmen, die du machst, um dich wirklich von den anderen konkret abzusetzen? Also es sind ein paar grundsätzliche Dinge. Termine einzuhalten ist, klingt so platt, aber es gehört heute einfach zu einer Selbstverständlichkeit, dass man termintreu ist. Das heißt nicht, dass man auch mal einen Termin umlegen darf. Das darf man selbstverständlich auch. Und wir haben heute fantastische Möglichkeiten der Kommunikation. Und wenn ich meinem Kunden sage, der Termin findet eine Stunde später statt, dann weiß er das, ne? Ja. Es gibt auch Handwerker, die sagen, ich bin morgen früh um 7 da und kommen dann oder rufen um 16 Uhr an und sagen, sie kommen heute nicht mehr. Und das ist natürlich das grauenhafteste Beispiel. So, für mich zum Beispiel, dass auch jemand ans Telefon geht, dass einfach jemand da ist, den man anrufen kann, dass jemand abnimmt und nicht nur ein Band dran ist, sondern dass man jemanden erwischt, der Rede und Antwort steht. Und einfach einen außergewöhnlichen Service zu bieten, den andere nicht haben. Besser zu sein, zuverlässig zu sein, verbindlich zu sein und nicht beliebig. Ja, das waren jetzt so die Grundsteine eines guten Service. Verrätst du uns auch noch so ein Schmankerl, das du vielleicht lieferst? Muss kein Firmengeheimnis verraten, aber was geht noch so drüber hinaus bei dir? Ich will mich da gar nicht so hinausheben. Ich glaube, so viele Dinge sind das gar nicht. Wir machen einfach unsere Arbeit, wir machen die gut, sorgen für Vertrauen. Und ich glaube, der Kunde darf nie das Gefühl haben, dass er über den Tisch gezogen wird. Fliesenleger sind immer so ein bisschen die schnelle Mannschaft, die kommen, Tatsachen schaffen und dann wieder abrücken. Und wenn der Kunde merkt, dass wir alles gegeben haben für ihn und über uns hinausgewachsen sind, um vielleicht ihm jeden Wunsch zu erfüllen oder da rauszulesen, jedes auch Ausführungsdetail, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass der Kunde einfach sagt, Mensch, der hat alles gegeben, der hat sein Geld, hat er sich wirklich verdient, ja, ne? Und hat das nicht irgendwie in 3 Tagen da reingedroschen und ist dann abgehauen und hat gesagt, ja, war ja vereinbart, der Preis, also ist er jetzt auch zu zahlen. Und ich glaube, dann kommt auch Frust auf. Nein, ich glaube, wir verdienen uns unser Geld mit einfach ehrlicher, guter Arbeit und so viel Service und so viel Shishi habe ich gar nicht dahinter. Okay, aber gut, Vertrauen schaffen ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wenn Vertrauen da ist, dann geht auf jeden Fall eine ganze Menge. Lass mich noch so ein bisschen weiter auf diesem Thema rumreiten. Sehr gerne. Wenn jetzt der Meisterbrief wieder eingeführt werden sollte, ich denke mal, das hat für dich keinerlei weitere Auswirkungen. Von unternehmerischer Seite her, wie ist es denn mit dem Ego? Also wenn du jetzt so in die Fliesenlegerbranche schaust, wenn der Meisterbrief wirklich wiederkommt, gibt euch das einen Schub oder sagt ihr, ja, jetzt ist auch schon egal? Das könnte einen Schub geben. Ich glaube schon, dass der Meister Hoffnung und Schub gibt, weil es ist schon eine Ehre, die da gekränkt wurde, indem der Meisterbrief weggenommen wurde. Und ich glaube, wenn der wiederkommen würde,
was ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen kann. Ich meine, wir werden vielleicht irgendetwas auf der Zwischenstrecke bekommen zum Meister hin, dass man sagt, wir können nur noch mit einer Gesellenqualifikation uns selbstständig machen als Fliesenleger oder. Aber da wird schon, ich glaube, es würde wie ein Ruck durch die Fliesenleger gehen und wie eine Befreiung, wenn da was passieren würde. Okay. Ich bin da politisch nicht so bewandert. Du bist ja auch in der Innung sehr aktiv. Können wir dann auch nochmal zu kommen? Wie ist es jetzt dann mit den Betrieben, die es im Moment gibt, die keinen Meisterbrief haben? Die haben doch bestimmt eine Art Bestandsschutz dann oder so, oder? Ich glaube, das Thema hat man so noch gar nicht ausdiskutiert. Das ist, ach so, okay. In der Politik redet man ja gerade davon, und es gibt überall diese Aufkleber, ja zum Meisterbrief. Und das ist ja nicht ja zum Meister für den Fliesenleger, sondern ja, dass wir auch uns dafür stark machen, dass der in den anderen Gewerken erhalten bleibt, weil die ja wohl auch gerade so ein bisschen im Gespräch sind, im Sinne der europäischen Angleichung der Länder. So, und vom Fliesenleger-Meisterbrief, das irgendwie dafür eine technische Lösung zu finden, ist man noch ganz, ganz weit von entfernt. Ja. Lass mich mal auf eine andere Sache noch zurückkommen, wenn wir über den Meisterbrief sprechen. Du bist jetzt seit 2005 selbstständig. Wann war die Meisterprüfung? Deine Meisterprüfung? 1998, 99. Okay. Mit diesen fast 20 Jahren dazwischen, was würdest du sagen, müssen wir auch in den Meisterbrief neu hineinstecken an Inhalten, damit er dem auch wirklich gerecht wird, was er sein sollte? Also die sinnvolle Zulassungsvoraussetzung und die Befähigung, sich selbstständig zu machen. Viele sehen in dem Meister ja immer, so lese ich es zumindest in vielen Kommentaren bei Facebook, sehen in dem Meister den Überhandwerker oder den besseren Handwerker, der eine Leistung halt meisterlich ausführen kann. Aber wir brauchen gerade jetzt, wir haben das Jahr 2017, für die nächsten 10 Jahre brauchen wir moderne Meister, die in dieser modernen Welt zurechtkommen, die rechtlich gut aufgestellt sind, die mit Kunden zurechtkommen, die den Servicegedanken für sich implementiert haben und die einfach einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung als Handwerksunternehmer gerecht werden. Und das finde ich viel wichtiger, als ob jemand irgendwie eine Ecke schön ausbilden kann oder eine Fliese besonders gerade legen kann. Also das ist, der Meister ist viel, viel mehr als nur ein Überhandwerker. Würdest du dann auch sagen, wir sollten die Teile noch so ein bisschen anders gewichten? Höre ich das jetzt da raus oder habe ich es nur hineininterpretiert? Ja, nee, definitiv. Doch, man sollte das schon anders gewichten. Da gibt es ganz andere Inhalte, die da rein müssen. Ja. Wenn ich überlege, dass wir in meiner Meisterzeit noch in der Buchhaltung mit T-Konten gerechnet haben. Ja, das kenne ich. Die ganzen von Hand aus. Und dann denke ich mir auch so, ich will nicht sagen so ein Scheiß. Natürlich muss man wissen, wo das alles herkommt und wie die Dinge zusammenhängen. Und natürlich muss man auch ein paar Basics lernen. Aber ich weiß nicht, ob man da, das haben wir Wochen und Tage lang gemacht und man macht das nur für die Prüfung und das ist ein bisschen schade, weil wenn man sowas nur für die Prüfung macht, dann weiß man schon, dass man irgendwo, dass eine Ausbildung sich da von dem Eigentlichen entfernt hat, was sie eigentlich, dessen Zweck sie eigentlich sein soll. Ja. Ja, also ich glaube auch, dass da, das ist ja jetzt schon eine ziemlich lange Zeit, ich muss jetzt mal überlegen, wann meine Meisterprüfung war. 2002 müsste das gewesen sein. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich da inhaltlich so wahnsinnig viel verändert hat. Jedenfalls nicht so viel, wie sich draußen an den Märkten verändert hat. Also da müssen wir schon noch so ein bisschen was nachziehen inhaltlich, ja. Und ich glaube, da kannst du heute die jungen Meister fragen, ja, T-Konten haben wir auch gehabt und irgendwelche Hefte gekauft mit seitenweise T-Konten und so. Also da hat sich wahrscheinlich dann nicht viel getan. Und da, ich glaube, da muss eine Menge sich tun, dass die auf die moderne Welt vorbereitet werden. Ja, das sehe ich genauso, ja. Ich glaube, der nächste Schritt ist, auch wie man als Meister ein Unternehmen vielleicht führt mit nicht nur 3-4 Mitarbeitern, wo das alles noch überschaubar ist, sondern wie ich dann auch wachse mit 10, 15 oder 20 Mitarbeitern, wie dann eine Firma zu führen ist und was dann die Aufgaben eines Meisters sind. Ja. Ne? Und dann ist er von dem Ausbilden einer schönen Fliesenecke nämlich weit entfernt, sondern hat ganz andere Aufgaben als irgendwas umzusetzen. Und ob wir diese Ausbildungsinhalte nicht mal in die Meisterprüfung, in die Meisterausbildung reinnehmen. Es ist halt einfach mal so locker geplaudert. Aus meiner Sicht so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt wirklich guckt, was erforderlich ist, um ein Handwerksunternehmen zu führen, ob das wirklich eine Person noch auf sich vereinigen kann. Ja? Also den kompletten fachlichen Teil und dann auch noch der richtig gute Unternehmenslenker, sage ich jetzt mal, zu sein. Ja. Ja. Dass man da vielleicht irgendwann mal dazu kommt, dass man da einen Split macht. Also es gibt so den Meister
Fach und es gibt den Meister, ja, betriebswirtschaftlich. Ich meine, klar, da argumentieren jetzt viele, okay, es gibt ja dann auch noch den Betriebswirt des Handwerks, aber das fände ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte, dass man da vielleicht unterschiedliche Ausbildungsstränge draus macht. Wie siehst du das? Ja, vielleicht irgendwelche Ergänzungen, Erweiterungen oder auch Fortbildungen, die einen dann befähigen, ich sag mal, so ein mittelständisches Unternehmen zu leiten. Ja. Na klar, da mit Sicherheit eine Menge Luft nach oben und auch mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Bedarf, Firmen zu coachen oder auszubilden, wie es sich auf einmal verhält, wenn die Gruppe größer wird, ne? Wie ich mich mit Mitarbeitern verhalte, wie ich mich vielleicht mit Unruhestiftern verhalte, wie ich daraus ein Team bilde, wie ich wie alle mit der gleichen Sprache sprechen und da sind ja viele Dinge, die in so einem Unternehmen dann wichtig sind, damit das auch auf Dauer funktioniert und Erfolg hat. Also ich glaube schon, dass es da einen Weg gäbe, die Meisterbildung zu splitten oder auch verschiedene Fachbereiche vielleicht zu machen. So ein bisschen auf jeden Fall ins neue Jahrtausend zu führen, ne? Auch wenn wir jetzt schon 17 Jahre drin sind, aber das ist noch nicht so ganz passiert. Ja. Ja, es gibt ja immer eine Zukunft, ne? Ja. Es gibt ja immer eine Zukunft. Und natürlich kann man jahrelang darüber jammern, dass früher alles besser war, aber wir ändern es nicht, ne? Und wir halten den Lauf der Dinge nicht auf. Und auch wenn Kunden sich verändern, das halten wir auch nicht auf. Und auch wenn Kundenwünsche sich verändern, es jammern ja auch viele, dass nur noch halb hoch gefliest wird oder dass die Fliesen zu groß werden und so. Und dann, da kann ich drüber jammern, aber ich ändere es auch nicht, ne? Und wenn mal irgendwann keiner mehr fliesen möchte, da muss man sich vielleicht was anderes suchen, was ich mir nicht vorstellen kann, aber es gibt immer eine Zukunft. Ne? Du hast ein paar Mal schon die Mitarbeiter erwähnt. Mein gut, Mitarbeiter finden ist grundsätzlich im Moment ziemlich schwierig. Wie ist es im Fliesenlegerhandwerk speziell? Also will jemand noch Fliesenleger werden, auch jetzt von den jungen Leuten her, auch jetzt wieder dahingehend gedacht, dass der Meisterbrief weggefallen ist, dass viele sich denken, naja, das ist jetzt irgendwie so ein Beruf zweiter Klasse. Wie sieht's da aus? Also es langsam, ich bin ja als Obermeister da auch so ein bisschen, die Zahlen steigen langsam wieder und stetig sind es jährlich 2 bis 3 mehr. Ich muss mir im Räuspern. Jährlich sind es 2, 3 mehr Auszubildende und natürlich wird es schwer, die auch zu finden. Aber wenn ich mich dann ich glaube nicht, dass es ein Beruf zweiter Klasse ist. Wenn ich dann, sind wir auf den Ausbildungsmessen unterwegs und bewerben da unseren Beruf und stellen uns dahin. Und dann muss ich einfach merken, dass da andere Berufe uns wahrscheinlich die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die gute Ware an jungen Leuten auch wegschnappen. Also da sind die Tischler und die Maler, die sind besser aufgestellt als wir. Und alle stehen dort mit großem Repertoire und wir Fliesenleger stehen da ganz klein und sind auch schlecht organisiert durch, weil nur wenige auch in Erinnerung sind und dann auch die Bereitschaft und die Erkenntnis haben, dass sowas wichtig ist. Da glaube ich schon, dass andere Berufe uns dann die Auszubildenden wegschnappen. Ich glaube schon, dass es welche gäbe, die das gerne machen würden. Ja. Ich finde es auch ein schöner Beruf, Fliesenleger. Ich mag es sehr gerne. Es sind gesunde Produkte. Fliesen sind 100% Bio, sind gebrannte Erde. Bei 1200 Grad im Brandvorgang verschwinden alle Schadstoffe und es ist der gesündeste Boden, den man sich ins Haus legen kann. Und diese positiven Dinge fallen viel zu oft in Vergessenheit. Es wird immer nur rumgejammert, aber es bleibt ein toller Beruf. Ich mag es gerne. Ja. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, du hast es auch gerade gesagt. Also du bist in der Innung sehr aktiv, auch als Obermeister. Jetzt auch wir drehen uns hier im Kreis, aber es ist eigentlich ein Wahnsinnsthema, ne? Mit dem Wegfall des Meisterbriefs ist wahrscheinlich auch der Organisationsgrad beziehungsweise von der Zahl her stark gesunken wahrscheinlich auch, oder? Ja, wir hatten hier in der Oldenburger Innung, da war ich bin ja seit 2 Jahren Obermeister. Ich glaube im Jahr 2000, 2002 hatten wir 25-jähriges Jubiläum und irgendwie 96 Mitglieder. Und dann haben wir noch gesagt, ach, jetzt wäre das doch mal schön, wenn man mal die 100 angreifen könnte. So, dann kam 2004, da kam die Handwerksreform, wir sind nur noch Anlage B und wir sind mittlerweile bei, ich glaube, 68 Mitglieder. Wir waren schon mal runter auf unter 50 und haben uns jetzt erholt und dadurch, dass wir hier in Oldenburg eine ganz aktive und tolle Innungsarbeit leisten können und auch die Mitglieder mitmachen, wofür ich auch sehr dankbar bin, es nützt ja nicht nur, dass ich irgendwie vorweggehe und irgendwas anzünde oder
organisiere und dann keiner kommt, sondern die gehen auch alle mit und haben auch alle Lust und die Themen stimmen auch, haben wir jetzt jedes Jahr irgendwie 3-4 Mitglieder, die wir dazu bekommen. Es sind auch wieder Abgänge von Leuten, die alt werden und aufgeben oder auch die sonst sich nicht mehr bei uns wohlfühlen. Aber ja, wir wachsen stetig. Ne? Der Organisationsgrad nimmt zu. Das ist cool. Das ist echt cool. Also man sieht, ihr habt definitiv noch nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ihr kämpft da weiter. Genau, wir versuchen auch einfach für die Mitglieder da zu sein, ne? Und zu überlegen, was brauchen denn die Mitglieder hier vor Ort und was erwarten die von uns und was gibt es für die Fliesenleger noch nicht. Ne? Es gibt viele Schulungen, die angeboten werden so und die sind alle irgendwie produktbezogen. Und wir bieten halt Schulungen an, die unabhängige Sachverständige durchführen, sodass man da eine ganz andere Neutralität drin hat und auch einen ganz anderen Inhalt in so einer Schulung. Und das wird schon angenommen. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir organisiert in Gemeinschaftsarbeit mit der Installateursinnung Schnittstelle Nassraum, ein Seminar, wo es um die Kooperation von Fliesenleger und Installateur im Badezimmer geht. Und dann hat jeweils ein Sachverständiger der Fliesenleger gesprochen und einer der Installateure. Und die haben jeweils für das Thema des anderen sensibilisiert und da haben wir über 90 Teilnehmer gehabt bei dieser Veranstaltung und alle waren begeistert, weil es einfach die Kommunikation unter den Handwerken fördert. Man sagt nicht immer, nee, das ist der Idiot da, sondern nein, man unterhält sich mit ihm und versucht Lösungen zu finden, anstatt über ihn abzulästern. Und das können wir als Innung, diese Seminare anbieten und das ist schön. So dieser Kampf zwischen den Handwerken, das wird ja, glaube ich, nie aufhören. Also ich kenne so die, als Dachdecker hast du so die Sprüche, aus einem schlechten Dachdecker wird immer noch ein guter Zimmerer. Ja? Die Zimmerer sagen es genau umgekehrt, aus dem schlechten Dachdecker wird immer noch ein guter Zimmerer und so weiter. Also ne, die kabern sich dann da so gegenseitig. Ich glaube, ich habe es jetzt zweimal gleich gesagt. Ist egal. Aber dass sich die artverwandten Gewerke immer so ein bisschen kabbeln. Ja, aber solange es noch auf dieser Ebene bleibt, ist cool. Okay, ich muss mir das dann später mal anhören, was ich da wirklich gesagt habe. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Wir lassen immer alles drin, egal wie komisch das es geklungen hat. Ich möchte mal einen richtigen Cut machen hier und musste dich noch unbedingt was fragen zu einer Rubrik, die ich auf deiner Homepage gefunden habe. Ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und zwar ist das eine Rubrik, die heißt So bitte nicht. So, wenn du da draufklickst, dann steht da oben drüber, kann man so machen, aber dann ist Kacke. Wie ich es gelesen habe. Ja, ist doch so. Ja, ich fand's Hammer. Also du machst da Folgendes, wenn du beim Kunden irgendwas total Furchtbares oder vollkommen schlecht Ausgeführtes siehst, dann fotografierst du das und stellst es auf deine Homepage. Was mich dazu interessiert, erstens mal, wie kommst du auf die Idee dazu? Zweitens, was sagen die Kunden, wenn du so ein Foto machst und sagst, du stellst es unter dieser Rubrik auf deine Homepage? Die Kunden wissen das ja gar nicht, dass es bei denen gemacht ist. Also die Idee bin ich gekommen, weil ich einfach irgendwann mal gesammelt habe. Man fängt ja irgendwann an, du brauchst eine neue Homepage und dann sammelst du Bilder und machst dir irgendwelche Ordner und einer war halt Fails und Fusch am Bau. Und dann, du siehst halt immer wieder Dinge, wie du denkst, wie hat er das jetzt hinbekommen oder was ist da denn los und so. Da sind echt auch klasse Bilder dabei, wo ich denke, Mensch, der hätte es doch viel einfacher haben können und so. Aber so, und dann hatten wir halt diesen Ordner und als es daran ging, dann die Homepage zu gestalten, da haben wir gesagt, ja, dann machen wir eine Rubrik, dann hauen wir den da rein und wir hauen das ganze Bildmaterial da rein. Und das Witzige ist, dass dir dieser Ordner aufgefallen ist und ich habe ja den Preis bekommen für die beste Homepage des Jahres 2015 und unter anderem wurde dann, als es so darum ging, die Besonderheiten der einzelnen Homepages rauszustellen, genau das erwähnt, wo man gesagt hat, alle zeigen sie irgendwie schön und wie toll sie sind und da wird halt auch mal das andere Ende der Skala gezeigt, ohne das auch irgendwie zu kommentieren oder irgendjemand zu diffamieren oder sowas, sondern einfach nur das lustig darzustellen. Also du kannst auf jeden Fall an alle die Empfehlung rausschicken, in den unterschiedlichsten Gewerken, wenn ihr sowas seht, packt es doch mal auf eure Homepage drauf. Aber wenn, dann müsst ihr unbedingt diesen Spruch drüber machen, kann man so machen, aber dann ist Kacke. Vielleicht wird das ja nochmal so wie das Impressum, eine Pflichtrubrik oder sowas. Pflichtrubrik, ja, das ist wirklich, ja, das ist auch viel wichtiger als die Revolution im Meisterbrief. Das muss Pflicht werden auf allen Homepages. Wir werden mal eine Initiative starten, Facebook-Gruppe. Okay, gut. Lass uns Richtung Ende kommen. Was mich immer interessiert, gibt es einen
Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast, wo du sagst, habe ich richtig viel draus gelernt, beziehungsweise das, wenn ich vorher gewusst hätte, würde ich es heute nicht mehr so machen? Da muss ich jetzt mal überlegen, was ich da... Ich habe mal ein Kundenbeispiel gehabt, soll ich nur einen Gäste-WC-Boden fließen und diese Fliesen sind beim Händler von der Palette gefallen. Das heißt, die Palette aus dem Regal gezogen, die Fliesen waren Schrott. Dann bin ich zum Kunden hin und habe ihm gesagt, dass das, was da passiert ist und dass die Fliesen kaputt sind. Und er hat mir das aber nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich glaube dir nicht, Stefan Bulgen. Du hast nur keinen Bock, zu mir zu kommen oder hast keine Zeit und hast was anderes vor. Und dieser Kunde arbeitete im Schiffsbau, war Tischler und hat Zulieferer für die berühmten Yachten, die wir, diese Yachtbauer, die wir hier oben im Norden haben. Mhm. Und der hat nur gesagt, Stefan Bulgen, da wo ich arbeite, da gibt es sowas nicht. Und solche Ausreden auch nicht, ne? Und wenn ich deinem Yachtbauer sage, die Fliesen sind runtergefallen und du musst auf irgendeinem Schiff irgendwie eine Fliese verlegen und sagst, die sind jetzt nicht da, ich komme nächste Woche erst, dann fährst du auf dem Schlauchboot diesem Schiff hinterher und kannst dann sehen, wie du deine Fliesen einbaust. Mhm. Und das war für mich so ein klingelnder Moment, wo ich gedacht habe, wo ich neu über Verbindlichkeit und über Aussagen nachgedacht habe und was man einem so glaubt. Und auch wenn der Kunde das vielleicht abnickt und sagt, ja, gut, Bulgen, dann kommst du eben nicht. Aber es gibt, glaube ich, nur wenige Kunden, die auch die Ehrlichkeit haben, sowas dann auszusprechen und zu sagen, ich glaube dir nicht und ich sage dir jetzt mal, was ich über dich denke. Und von da an habe ich irgendwie gedacht, du musst anders werden, du musst verbindlicher werden, du musst persönlicher, verbindlicher einfach. Okay, sehr schöner Punkt. Dann kommen wir zu meiner vorletzten Frage und zwar zu einem Buchtipp, den du vielleicht für uns hast. Ah, sehr lustig. Habe ich gerade wieder rausgekramt. Ich glaube, der Fliesenleger ist tot. Das heißt so, ja. Der Buchtitel ist schon klasse, ne? von Julia Karnick. Und zwar ist das eine Autorin der Brigitte, glaube ich, im Grüner Jahr Verlag. Schreibt ein Buch darüber, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus baut. Und die ganze Geschichte dahin, wie es dazu kommt, dass sie das Haus überhaupt bauen wollen und beschreibt dann die gesamte Bauphase und viele, viele Gespräche mit vielen Handwerkern, mit Architekten und so weiter. Und der Buchtitel rührt daher, der Fliesenleger, eigentlich kommt er in dem Buch ganz gut weg, der Fliesenleger. Der war recht zuverlässig und hat das alles ganz gut hingekriegt. Aber es fehlten noch wohl irgendwie noch so ein paar Restarbeiten und ein paar Sockelleisten und ein bisschen Silikon. Und es war noch eine Restzahlung von 1.000 und ein paar Euro zu leisten. Und die wollten den Fliesenleger mal auffordern, das noch zu machen, damit er dann noch sein Geld bekommen kann. Und er hat sich nicht gemeldet. Und er wollte auch nicht diese 1.000 und Euro haben. Und auch daran war dann die Aussage der Kundin, der Autorin, Schatz, ich glaube, der Fliesenleger ist tot, der meldet sich gar nicht. Der will weder Geld noch Sockelleisten anbringen. Und ganz spannendes Buch, auch für jeden, der am Bau tätig ist, weil man ganz intensiv, beziehungsweise ganz teilweise sehr lustig auch dargestellt bekommt, wie die Gegenseite das sieht, wie Handwerker sich so verhalten, ne? Wenn der eine rauchend irgendwo steht oder mit eckigen Füßen über den Teppich läuft und sowas. Und das schreibt sie ganz witzig, wie peinlich wir Handwerker manchmal sind, um das okay. zu sagen. Ich kenne es nicht, aber allein der Titel ist schon gut. Ich werde es mal auf meine Leseliste setzen. Ist auch wirklich, wirklich witzig geschrieben. Also es macht richtig Spaß. Okay, ich packe euch das in die Shownotes rein, einen Link dazu. Dann könnt ihr euch das auch mal dementsprechend runterladen. Und dann bitte ich dich jetzt noch um das Schlusswort. Welchen Appell möchtest du an alle Workerscast-Zuhörer, an alle Fliesenleger und überhaupt an alle Handwerker richten? Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich mich ja besser vorbereitet auf ein Schlusswort. Frei aus dem Bauch. Hau raus. Ich habe kein Schlusswort. Ich bleib einfach positiv. Die Welt ist nicht so schlimm, wie sie sehen oder wie sie oft dargestellt wird. Und ich weiß kein Schlusswort. Ich fand das schon gut. Bleib einfach positiv. Da ballern wir ein riesengroßes Ausrufezeichen dahinter. Das ist zwar kein langes Schlusswort, aber das ist ein gutes Schlusswort und ich glaube, das passt richtig gut. Es passt gut zu dir, es passt auch gut zu mir und ich denke mal, das passt hoffentlich auch gut zu allen, die uns jetzt da draußen zuhören. Stefan, ich danke dir für das Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und euch da draußen sage ich danke fürs Zuhören und nochmal, bleib positiv. Ciao, euer Jörg.
Das war der Workers Cast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, dann würde es mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel über iTunes abonnierst, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und mir Feedback gibst und natürlich auch, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen teilst, damit wir so viele Handwerker wie möglich erreichen. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann freut es mich ebenfalls, wenn du mich auf meiner Homepage besuchst, www.jörg-mosler.de. Da findest du auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zu meinem Blog. Und in meinem Shop habe ich 3 kostenlose E-Books mit einer ganzen Menge Tipps für dich vorbereitet. Schau da mal vorbei und ansonsten freut es mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier beim Workers Cast. Mach's gut, ciao, dein Jörg.